Hallo alle zusammen, mein Name ist Philipp Emenecker und ich habe heute das Vergnügen, euch wieder ein Teilfeature unseres Liquidity Packages vorzustellen. Und heute geht es um den Budget-Importer für SAP Business One. Hier ganz, ganz kurz, weshalb haben wir einen eigenen Budget-Importer gemacht? Es ist ja etwas auch da, das sich SAP Standard nennt. Und hier ganz einfach die Antwort dazu. Der SAP Standard ist heute immer noch viel zu kompliziert, viel zu unflexibel und auch viel zu wenig geeignet, sobald es so um komplexere Themen geht, wie Saisonalität, weltweite Währungen, Kostenstelle, Budgets etc. etc. Und das haben wir mit dem Importer eigentlich alles gelöst. Zusammenfassend, wenn ich hier als letztes Slide in diesem PowerPoint hier unterstreichen kann, zusammenfassend können wir einfach alles importieren, das man mit Excel herstellen kann. Und daneben haben wir noch zwei, drei andere coole, ich sag mal, on-the-fly-Features, die wir jetzt aber zeigen. Gut, wir steigen ein in eine Standard-SAP-Demo-Umgebung. Ich habe hier ein ganz normales SAP und vielleicht auch ganz kurz, hier haben wir auch ganz normal die Budget-Initialisierung gemacht, sprich ich habe im Finanzwesen den Reiter Budget-Definition. Gut, aber, und da seht ihr schon den Unterschied zum Standard SAP, wir haben ein weiteres Menü, das außerhalb des SAP Standard ist, das nennt sich Budget importieren. Und wenn ich darauf klicke, seht ihr schon, geht unser Importer auf, wo ich jetzt ein File importieren kann. Natürlich habe ich zu aller Beginn oder zu allererst gar kein eigenes File. Und da kann ich hier auch, wenn man möchte, eine Vorlage exportieren. Das tun wir jetzt gleich mal. Ich nenne das mal Vorlage Video Demo. So. Und ich presse Enter. Und was man hier sieht, ich habe es jetzt auf dem Desktop gespeichert hier, wenn ich es doppelklicke, da öffnet sich Excel, völlig banal, mit dem Minimum, was wir brauchen. Und das ist eben schon die hundertprozentige Flexibilität. Ihr seht hier, wir brauchen im Minimum 12 verschiedene Perioden. Ja? Und das ist völlig egal, vielleicht hier auch vorweggegriffen, ob wir die Periode im Januar starten oder erst im März. Abhängig vom SAP Business One Finanzjahr kann das auch unterjährig sein. Einfach zusammenfassend sind 12 Perioden dann gleichgestellt wie ein ganzes Jahr. Gut, der Rest ist selbsterklärend. Wir können das zu budgetierende Konto einlesen, die zu budgetierende Kostenstelle und oder das budgetierende Projekt oder eine Kombination davon. Gut, dann ja. Wir können ja gleich mal probieren, wie das Ganze dann aussieht. Einmal mit, einmal ohne Erfolg, ganz bewusst. Ich schließe hier mal das Excel wieder zu und wähle es einfach hier im Budget-Import-Fenster wieder aus. Gebe mal drauf. Desktop, Video-Demo. Das war jetzt die Vorlage, die wir jetzt genommen haben. Wir müssen hier noch einen Namen vergeben, zum Beispiel auch dasselbe wie das File, Demo. Video und auch für welches Finanzjahr in SAP wir das importieren. Und auch hier, in meinem Fall habe ich die Local Währung Schweizer Franken, ich könnte aber auch die Systemwährung importieren, welche der Währungen ich einlesen will. Und dann klicke ich auf Erfassen. Was man jetzt hier sieht, ist eine absolut selbsterklärende Maske. Es importiert einfach das gesamte Excel und stellt in Rot dar, was entweder fehlerhaft ist oder nicht vorhanden. In meinem konkreten Fall, aber das hängt deshalb zusammen, weil ich die Vorlage importiert habe, aber ganz einen anderen Kontoplan haben, existiert weder die Konten aus dieser Vorlage noch die Kostenstelle noch das Projekt. Und aus diesem Grund habe ich auch eine eigene Vorlage gemacht. Ich habe das entsprechend vorbereitet. Ich zeige dir auch ganz kurz hier Budget 2020. So, ein anderes Budget. Ihr seht hier mehrheitlich ohne Kostenstelle. Einmal die, einmal die.
Und hier ein Gesamtbudget, wenn ich es mal markiere, wo sieht man das? Ah ja, unten rechts von Total, einem Gewinn von 57.000 Schweizer Franken in diesem Fall. Okay, wir importieren das mal. So, nehmen mal dieses Budget 2020, nenne es hier Video Demo 2, trifft auch das Jahr 2020 und auch die Lokale. So. Gut, und wir sehen eigentlich sofort, und das ist das, was einfach, kann sich da anders sagen, als es ist. Es ist einfach sexy, weil man sieht sofort, was importiert wurde. Man hat unten rechts die Totalisierung aller Zahlen, hat also einen Instant-Check, ob das ganze Budget importiert wird oder nicht. Und wir haben auch hier jetzt keine rote Meldungen mehr, sprich jedes einzelne Konto kann jeder einzelne Konto stellen. Ich könnte jetzt hier sogar noch so weit gehen und mich von der Excel-Vorlage entfernen, selber einen Wert eingeben oder denselben lassen, whatever. Ich importiere es am Ende des Tages nichts anderes, was aus dieser Vorlage entsteht, und dann kriege ich eine entweder positive oder negative Meldung. Lass es uns versuchen. Wir machen mal weiter und schauen, was passiert. Aha, die Budget-Importierungsprozesse sind abgeschlossen. Ich sage okay, dann schauen wir mal an, ob das auch passiert ist. SAP Standard müsste ich jetzt hier neue Szenarien haben in meinem Finanzjahr 2020. Voilà, da sind sie. In unserem konkreten Fall sind es drei verschiedene Szenarien, weil ich habe ja einmal Budgets importiert ohne Kostenstelle, einmal mit der Kostenstelle 100, einmal mit der Kostenstelle 200. Das sind diese drei Vorlagen, absolut korrekt. Und wenn ich das einmal auswerte, zum Beispiel mit unserem Bericht Soll-Ist-Vergleich, einfach als Beispiel, dann können wir einmal schauen, was da für Werte drinstehen. Ich muss natürlich das entsprechende Finanzjahr wählen. Und dann schauen wir mal an. Und hier haben wir alle Zahlen im SAP-Standard. Voilà. Gehen wir mal ein bisschen größer. Ich sehe es schon unten rechts, das ist korrekt. Das sind meine 57.000 Net Profit. Das ist das, was ich importiert habe. Hier in der gesamten Periode. Und vielleicht auch hier in der Grafik noch ein bisschen unterjährig, dass man sieht, ja, die Saisonalität der Zahlen, auch das hat ein- und frei geklappt. Und last but not least zeige ich das kurz auch im UI von SAP Standard, dass man auch mal ein Gefühl kriegt, wie das dann aussieht in der erfassten Werte. Übrigens hier der Name ist, so wie wir es erfasst haben, Video Demo 2. Schauen wir mal eines davon an und dann sehen wir auch relativ schnell, das war die Kostenstelle 100, tipptopp. Oder und schauen wir mal die an, wo wir die Mehrheit der Zahlen haben, soll haben, zusammengefasst auf das ganze Jahr. Und wenn ich hier kurz eines der Beträge doppelklicken, auch hier natürlich einzeln erfasst die Saisonalität. 30.027.900 für die Kontonummer 462, einfach kleine Sichtkontrolle, die 462, das ist die hier, 30.027.925.947, das ist nichts anderes als genau diese Zahlen, die wir hier importiert haben. Gut, damit lässt sich alles importieren, was man will. Das Excel selbst kann man natürlich voller Formel packen, wie gesagt, die einzige Bedingung ist, das Ganze in 12 Spalten aufzuteilen, und dann kommt es im VisiVid-Editor gleich und man kann es mit einem Knopfdruck importieren. Last but not least, wie kann man das Ganze kaufen oder als Partner auch als Demo-Installation bestellen? Ist ganz einfach, man schreibt uns ein E-Mail an hello@itegrity.ch, dann kriegt man die Installationsfile. Oder man kann es direkt dort kaufen, auch eine E-Mail genügt. Was man hier nochmals zusammenfassend sieht, dass das Budget Importer Tool ein Bestandteil ist des gesamten Liquidity Packages.
Das besteht nicht nur aus den Budgetimporten, sondern auch aus den Ratenzahlungen für Offerten und Aufträgen, dem Cashflow Statement oder der Liquiditätsprognose für die Leute, die ein bisschen mehr machen als reine Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Gut, ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Das als kleiner Teaser hier für das neue Jahr 2020. Ich hoffe, ihr wollt oder ihr dürft alle sehr viele Budgets importieren. Installiert ist es übrigens innerhalb einer halben Stunde und installiert, ihr habt es im Video gesehen, mindestens oder maximal in 10 Minuten. That's it. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem Tool.